Okay, ich bin dann quasi soweit. Meine Augen könnten allerdings etwas Pep gebrauchen. Ein Eyeliner sollte es richten. Oh, wo ist die schwarze Glückseligkeit hin? Sag mir nicht, dass das Ding schon wieder leer ist. Ich habe den doch erst vor ein paar Wochen gekauft. Da muss doch noch was übrig sein. Das war's. Warte eine Sekunde. Vielleicht hilft die Pinzette. Wenn dein Flüssigliner ausgeht, zieh die Spitze mit einer Pinzette raus und dreh sie um. Also da hat die Tinte sich versteckt. Nichts macht einen Look so perfekt wie so ein Wing. Gefällt's dir? Du siehst wie immer grandios aus, Bella. Wenn der gleiche Trick nur mit Lipgloss klappen würde. Manchmal braucht's nur einen Blick in den Spiegel, um zu realisieren, dass du etwas Pflege brauchst. Hey, wieso sind denn meine Lippen so trocken? Ich muss dich zurückrufen. Oh, so peinlich. Was mache ich denn jetzt? Oh, die Haut, die fällt ja quasi von mir ab. Aber ich will sie nicht abziehen. Der Lippenbalsam sollte helfen, oder? Aber kein Wunder, dass meine Lippen spröde sind. In dem Ding ist ja nichts mehr drin. Oh, ich komme einfach nicht zur Ruhe. Etwas Lippenstift hilft. Oh, der ist auch durch. Oh, es gibt keine Hoffnung für meine Lippen. Es sei denn, putze deinen leeren Lippenbalsambehälter und lege ihn zur Seite. In einem Schälchen mischst du dann Kokosöl, Vaseline und ein Stück deines Lieblingslippenstifts. Perfekt. So wie die Mischung schmilzt, gieße sie in den leeren Behälter. Dann zum Härten ab in den Kühlschrank. Bis bald, Kleiner. Da bin ich wieder. Oh, du siehst perfekt aus. Zeit für einen Testdurchlauf. Aber ich muss das richtige Ende benutzen. So. Oh, Mädel, diese Lippen brauchen das wirklich. Oh, hey, perfekter Schmollmund. Du hast echt den Tag gerettet. Oh, ich muss Vicky zurückrufen. Okay, danke. Ist das ausreichend für dich? Ja. Leg los. Hast du das Geld? Ja. Oh Mann. Aha, fertig. Ja, das sieht gut aus. Ach Mensch. Ich will auch eins. Aha. Hey. Ja. Juhu. Her damit. Ach, nee. Schon wieder? Genau, was ich brauche. Ja, scheint, als wäre ich heute Tätowierer. Hey! Ja, cool. Wow. Willst du auch eins? Ja, so geht wenigstens die Zeit schneller rum. Wenn jemand fragt, ich liege den ganzen Tag draußen am Pool. Was?
Hier. Danke, Betty, aber ich bekomme nie Sonnenbrand. Ich bleibe bei der Klimaanlage. Danke. Es sind echt 1000 Grad draußen. Aber der Pool war so erfrischend. Mein Gesicht juckt. Wow! Seit wann habe ich Sommersprossen? Das ist doch kein Problem. Keine Sorge, Süße. Ich helfe dir. Manche Leute mögen Sommersprossen total. Man kann sie sogar mit Absicht erzeugen. Die sehen total echt aus, oder? Jetzt bin ich auch von der Sonne geküsst. Wie sehe ich aus? Die sehen aus wie meine. Du munterst mich einfach immer auf. Was gibt es Besseres als einen Sommertag am Pool? Fast vergessen, das aufzutragen. Und ein kleiner Klecks und ich strahle heller als die Sonne. Welches Mädchen liebt es nicht, etwas zu funkeln? Yay! Ich gehe nirgendwo ohne hin. Ah, die Sonne fühlt sich toll an, nicht wahr? Wow, schaut euch diese Schönheit an. Definitiv eine Spielunterbrechung wert. Entschuldigung? Du blockierst die Sonne? Wow, kein Wunder, dass er nicht weiterspielt. Hallo? Hier ist noch ein hübsches Mädchen. Ernsthaft? Bin ich auf einmal unsichtbar? Warum spricht niemand mit mir? Oh, ich zeige dir, was zu tun ist. Zuerst nimmst du etwas Babyöl und etwas Bronze. Kratze die Schminke auf einen Holzstab und gib es nun in das Öl. Siehst du, wie es sich in der Flasche absenkt? Nimm nun etwas Kosmetikglitzer und streue es ebenfalls in das Öl. Und genau diese Strahlen wollen wir haben. Gib den Deckel drauf und schütte alles gut. Ist es nicht wunderschön? Reibe dich damit ein und du ziehst die Motten wie das Licht an. Ah, danke fürs Teilen. Wir haben deinen Drink aufgefüllt, Lilly. Wer ist das? Du bist das schönste Mädchen, das ich je gesehen habe. Ja, das Zeug funktioniert einwandfrei. Und seitliche Beuge nach rechts. Und seitliche Beuge nach links. Ugh, meine Haare kommen mir ständig ins Gesicht. Berührt den Boden. Ih, mein Haar ist schmutzig vom Boden. So eklig. Ich muss duschen. Aber ich falle mit dem Training zurück. Au, was zum Teufel? Der Typ ist gerade auf meinen Haaren rumgetrampelt. Ugh. Oh, sieht so aus, als hätte Anni wieder Haarprobleme. Psst, hey, Anni, ich habe eine Lösung für dich. Steck dein Haar einfach so zurück. Das ist super süß, aber ich weiß nicht wie. Zeigst du es mir bitte? Klar, bring zuerst deine Haare nach hinten. Dann trenne eine Strähne so ab und... Was macht sie da hinten eigentlich? Und dann drehe ich es wieder um. So. Und dann noch einmal, damit es eng ist. Und fertig. Jetzt bleiben sie zusammen. Nur ein wenig straff ziehen und schon kann es losgehen. Vielen, vielen Dank, Eva. Yes, meine Haare sind mir nicht mehr im Weg. Sind Sie bereit für den großen Test? Denke schon. Und ich berühre den Boden nur mit meinen Händen, nicht mit meinen Haaren. Wow, danke, Eva. Lass uns das machen.